Yo Leute und willkommen zu einer neuen Aufnahme und zu einem neuen Projekt, nämlich Sky Factory 2 und unter dem Namen Minecraft Level Up. Ja, was heißt das Ganze? Ich spiele mit den zwei Boys und die zwei Boys spielen mit mir und alles miteinander. Hallo, hallo, hallo. Und ja, es ist ein Nachfolger von dem Hardcore-Hexit-Projekt. Ihr wisst damals, alles auf Hardcore und Hexit gespielt und das alleine. Diesmal bin ich nicht alleine, sondern mit zwei anderen Dudes. Und wie ihr seht, wir sind auf irgendeiner einsamen Insel. Und jetzt passt mal auf, wenn ihr unten geacht habt, wir haben nur ein Herz. Okay. Ich baue gleich eine Plattform, ne? Okay, ja, direkt, das wenn ich gut. Am Dotblock bin. Oh, du hast selber Holz. Erstmal geil. Oh, okay. Nice. Erstmal nichts mehr hören. So ist das geil. So, wir müssen halt hier, Nicht abhauen. Sky Factory. Oh, okay. Auf Sky Factory arbeiten, das heißt, wir müssen halt, Sky Factory halt spielen, so geht ja das Ganze. Wir haben halt so ein Achievement-Book, dem müssen wir ein bisschen nachgehen und so allem. Und müssen halt hier sozusagen so eine Insel uns aufbauen und wird halt alles ziemlich schwer, es wird auch ein bisschen offscreen gehen. Dazu wird es aber noch in anderen Parts weitere Infos geben. Es ist gerade alles ein bisschen krass spontan auch gewesen gerade, weil der Herr Gauk noch weg muss. Aber das ich ganz langsam runter. Wenn ihr runterfliegt, ist es, glaube ich. Okay. Oh mein Gott. Soll ich hier gleich den Baum wieder anpflanzen oder? Ja, ich habe auch einen Setzling. Okay, nice. Und wir müssen halt sozusagen von dem Holzzeitalter, also von nichts aufbauen. Das ist möglich durch gewisse Mods und das werden wir dann, denke ich mal, in diesem Projekt starten. Es gibt viele, viele Infos, Leute, wie Beispiel, wie bekommen wir mehr Herzen? Wie gibt es ein World Save? Also es sieht so aus, dass bis jetzt, wenn einer stirbt, sich die ganze Welt zurücksetzt und das wird ziemlich krass, ja. Twerk den Baumann! Ja, wir müssen den Baumann twerken, also es bringt wirklich was. Ne? Oh, ja. Und nicht in den Baum stellen. Leute, passt bitte auf. Oh Gott, ich hab so Angst, ey. Es ist hier von Natur aus so, dass die Bäume schneller wachsen, oder? Das ist ein Mord, das hat. Oh, ich bin Gott. Ich bin drin gespawnt. Ganz langsam und vorsichtig. Oh, ich hab denke ich mal, den Hardcore-Modus wieder übertroffen. Also, Minecraft Level Up habe ich mir einfach dem Sinne gedacht, weil wir müssen halt wirklich hier in die. Vor allem nach Level Ups gehen. Wir müssen halt wirklich Schritt für Schritt zu einem neuen Erfolg kommen und müssen dafür was schaffen, sage ich mal so. Und deswegen denke ich mal, Minecraft Level Up passt zu dem Projekt. Ich würde echt feiern, wenn ihr vielleicht den Hashtag verbreitet, Minecraft Level Up. Und ja, wir drei sind jetzt sozusagen in diesem Projekt und ja, ich feiere es. Also ich habe mir hier zwei schöne Dudes an der Seite, das finde ich ziemlich geil und ich hoffe, wir bauen alle keine Scheiße. Oma, hat jemand noch Holz von euch? Ja. Sehr gut, wenn ihr die Plattform in diese Richtung noch ein bisschen ausbauen würdet. Okay. Das mache ich dann natürlich gerne für dich. Ja, danke. Danke schön. So. Zack, zack, zack. Okay, nice. Okay, ich habe noch einen Setzling. Ich habe auch noch zwei. Und Erde, das ist unser einziger Erdblock, oder? Ja. Man kann später mehr machen, man kann auch später einen Grasblock machen, so ist es nicht. Okay, und hier. Dauert halt ein kleines bisschen. Wir werden auch das Ganze vielleicht ein bisschen auch offscreen gestellt, also nicht so krass, wie er sagt, spielt alles offscreen oder so, da vielleicht auch im Livestream. Das Ding ist halt, es ist gar nicht mal so einfach. Ihr werdet schnell merken im Projekt, dass hier alles. Am Anfang vor allem Zeit dauert. Es dauert Zeit, bis das zu bekommen und das zu bekommen. Deswegen, denke ich mal, um euch zu ersparen, ein bisschen twerken hier wieder. Okay. Also ich denke jetzt nicht, also dass wir das, pass auf, nicht in den Baum stellen. Also wir werden das jetzt bestimmt nicht wie in Minecraft Leben machen, sondern wir werden dann, wenn dann echt nur Holz farmen oder sowas. Ja, einfach genau, also wir werden jetzt nicht irgendwie was bauen, sondern werden dann nur so Farmarbeiten erledigen, was wirklich, oder wir werden das auch vielleicht so in einem Geschwindigkeitsmodus im Video reinbauen oder so, können wir uns auch direkt überlegen. Auf jeden Fall einfach so, dass wirklich so Farmarbeiten, dass wir halt im nächsten Part was zum Arbeiten haben, sonst müssen wir den ganzen Tag da farmen und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja natürlich euch den Part schön gestalten und Alter, alle direkten den Baum, das ist ja total geisteskrank. Oh mein Gott. Er ist gewachsen. Oh, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Wow, das finde ich jetzt echt nett von dem Baum. Und sexy, ja. Ja, das ist super. Ich würde mal sagen, bauen wir uns mal eine Croc oder so. Langsam. Eine Croc. Okay, also ich kenne mich ja noch gar nicht aus, was man hier so bauen kann. Ich habe nur irgendwo mal gesehen, dass man hier was sieben kann. Das fand ich toll. Der echte Croc. Genau. Ja. Also, wir haben jetzt hier unser Achievement Book, ist es, gell? Dann müssen wir weiter scrollen, weiter auf die Seiten. Dann kommen wir auf eine Seite an, da heißt es Wood Age. A new Wood Age dawns before you. You don't have anything to work with but this tree. So, let's make the most of it. Also, wir müssen sozusagen mit dem Baum arbeiten und müssen sozusagen von 0 auf 100 arbeiten. Und ja, das erste, die erste Aufgabe ist Use a Croc on Leaves to get saplings and a silkworm. Heißt, wir müssen uns eine Croc bauen. Die können wir nämlich hier unten in den Chat eingeben, wie ihr seht. Eine Holzcroc natürlich, eine Goldcroc oder so können wir uns nicht bauen.
Und das muss sozusagen wie ein umgedrehtes L machen. Und damit müssen wir auf die Leaves draufschlagen und dann kriegen wir Würmchen raus. Oh mein Gott. Soll ich denn eine Werkbank oder so machen? Oder? Weil ich hätte jetzt noch mal. Wäre, denke ich mal, auch schon Vorteil. Ja, ich twerk dir mal ein bisschen den Baum an. Okay, dann. Ja. Natürlich auch alle Kanäle sind in der Videobeschreibung verlinkt. Also, wenn ihr wissen wollt, wer als Twerk dabei ist, diese Boys sind dabei. Es wird auch keine Spielerweiterung geben. Also, ich finde es schon selbst ziemlich hart genug, dass wir mit drei Leuten hier. So ein Mod spielen, deswegen vor allem so krass. Und wie gesagt, zum Leben erweitern und so wird es noch ein extra Video geben. Also wir werden es alles noch mal euch erklären. Und zum ersten Mal ist alles viel zu viel für euch und erstmal bleibt es beim einem Leben, das könnt ihr mir glauben. Ja. Wie das ausschaut, ein Höhlenmensch. Du hast das mit den Challenges auch schon erwähnt, ne? Genau. Ich habe noch gar nichts erwähnt, das werden wir in den extra Videos erwähnen mit den Challenges und so. Also okay. Es wird sehr viel Interaktivität geben, da könnt ihr sehr viel in dem Projekt mitbestimmen und entscheiden, sage ich mal so. Und es wird, denke ich mal, ziemlich cool und oh mein Gott, wir twerken die ganze Zeit. Das Prinzip des Projektes eigentlich schon zu erklären, eigentlich schon relativ wichtig. Ja, wir müssen halt zusammenarbeiten, sag ich mal so. Das ist eigentlich das Prinzip des Projekts. Wir dürfen nicht sterben, sonst ist die Welt. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Das Welt Reset und alles, das habe ich schon gesagt. Ich weiß, wir sind aktuell ein bisschen angespannt auch. Ich habe mega Angst, dass irgendwas gleich passiert oder so, oder schief geht und ja, weil ein defragmentierter Junge, ein Höhlenmensch und ein ganz komischer. Defragmentierter Junge, was? Ein unserious Boy hier in so einer ganz komischen Kleidung, auch alleine auf einer Plattform. Kann ziemlich krass sein. Vor allem, wenn einer den Leaves abbaut und einer rennt in den anderen, dann schlägt er ihn. Es kann sein, dass einer runterschlägt oder totschlägt. Es ist ziemlich kritisch, meine Freunde. So. Okay. Besonders von den Skins her, ne? So ein geistig Behinderter, so ein Höhlenmensch und so einer von der königlichen Garde einfach. Ein geistig Behinderter. Ja, wie siehst du denn bitte aus? Hallo, Hallo. Okay, hallo. Nicht überhaupt. Mach du über Behinderte keine Scherze. Nein, das macht man nicht. Nein. Okay, ich die Plattform noch ein bisschen größer machen? Ich hätte noch drei Holzstücke. In die Richtung eventuell. Hier ein bisschen noch hin. Okay. Ich schlag dich, Doc. Ich werde langsam wahnsinnig. Die Tage machen mich kaputt. Heute hör auf. Guido, was denn? Die Tage machen dich kaputt? Ja, oben sind ja auch die Days. Also oben Day 0 und 15.46 Uhr und so. Und Tiger Hills Biom und... Also ihr seht auch oben die Tage. Und ich twerk dich. Ich twerk dich an. Du türkst mich. Ja, genau, ich türklinke dich. Alter, wie wir einfach alle um diesen Baum tanzen. Der Baum fühlt sich leicht vergewaltigt. Ich vergewaltige gerade meine Shift-Taste. Der hat da die ganze Zeit so Partikel. Das heißt, die Bäume wachsen schneller. Ja, wenn du drumherum bist, wachsen sie noch schneller. Aber wir haben noch nicht so eine große Plattform. Ah, okay. Es ist so, wie heißt es? Ich weiß nicht, wie der Mod heißt. Auf jeden Fall, es ist ein Mod. Und ja, die Bäume stehen drauf, wenn du sie antwerkst und antanzt. Das ist aber die spannendste Folge ever, einfach permanent einen Baum abzubauen. Warte, baut einfach mit der Croc noch ab. Warte, guck, mit der Croc abbauen. Weil ihr baut das Ganze gerade alles wieder mit der Hand, aber es bringt nicht viel. Warte, es gibt einen Wurm hinein. Okay, also in der Croc baut man wie genau? In der Croc baut man aus Sticks einfach wie so ein L halt nur nach oben. Du kannst auch nachschauen, also wie gesagt, in der Achievement Book ist der Name auch angegeben. Wenn du hast, kommt der Use a Croc und dann gibt es unten einfach einer, weißt du, wie man das macht. Danach kommt zum Beispiel Make a Dirt by Compost, by Sapling in a Oak Barrel. So Oak Barrel Craft und so weiter und so fort. Und somit kommen wir. Achso, Nido, ich tue gleich den Baum in dich rein, wenn du da weiter in dem Baum stehst. Das ist aber schön. Es ist auch wirklich empfehlsam, euch die ganzen Videos von jedem Einzelnen vielleicht anzuschauen und so. Weil vielleicht kann auch mal sein, dass wir einzeln mal aufnehmen. Heißt, dass es getrennte Aufnahmen geben wird. Werden wir aber noch besser absprechen, also das können wir nicht einfach so sagen, weil sollte was passieren, dann gibt es da, denke ich mal, schon ziemlich Probleme. Werden wir aber noch alles abfangen, also wie das alles ablaufen wird, gibt es, wie gesagt, noch im nächsten Part. Da gibt es noch eine genaue Erklärung und dass ihr wirklich da draußen wisst, was los ist, wie es ablaufen wird, was haben die Zuschauer damit zu tun, wie wird es mit den Herzen weiterlaufen und pipapo, dass da alles nochmal geklärt wird. Und ich baue wieder mit der Hand, aber ich bin total dumm, Leute. Ihr seht, die Luft hier oben ist erste Wegsverbesserung. Werden die Bäume irgendwie immer größer oder kommt mir das nur so vor? Es kommt dir nur so vor. Okay, Mann. Kann auch sein, dass wir die Workbench hingestellt haben, dass wir halt nicht mehr direkt so klein spawnen können. Die alle mit so einem Haken rumlaufen, das macht mir Angst. Ich bin halt Josef. What the fuck, wieso Josef? Ja, mit diesem Stock. Er teilt das Meer. Ach so. Ich hab einen G-Stock, Nilo, aber ich benutze ihn falsch, schau mal. Oh Gott, aha. Ich hab 8 Zapplings, ich setz mal hin, oder? Let's twerk. Ihr werdet merken, dass wir auch sehr, sehr viel Holz jetzt halt bekommen. Oh, und ich bin so dumm und springe auch die ganze Zeit im Kreis, aber wo es nichts bringt, lieber stehen bleiben, weil wir kein Essen haben. Oh Mann, Leute, ich bin. Wie viel Hunger hast du schon verloren? Ein Hungerkeule. Ah, ich hab keine. Oh, Höhlenmensch, das ist aber ein leckeres Schulter. Ich knabber einfach an dem Höhlenmensch rum.
was einfach für ein Zufall, dass solche Leute aufeinandertreffen. Richtig geil. Ja. Willst du mit deinen Zähnen überhaupt an ihn rankommen, wenn du so fette Lippen hast? Ha! Die sind einfach so aufgequollen, ey. So richtig aufgespritzt. Kennt ihr diese ja, mit diesen Gläsern oder so. Oh nein, das war die ja. Diese Challenge mit diesen Gläsern, Alter. Ja. Du hast einen Wurm. Ich hab einen Wurm. Ich hab einen Wurm. Zeig den Wurm, leg ihn in die Mitte. Leg ihn, ich mach jetzt eine Wurmkur. Nein, zeig her den Wurm. Zeig den Wurm. Hä, aber ist es nicht schon passiert, dass dann die Lippe so aufgeplatzt ist? Ja, die geht dadurch so. Ich hab auch einen Wurm, Leute, ich lege ihn in die Mitte. Schaut euch noch an. Schaut euch den Wurm hier an. Oh mein Gott, ist der süß. Warte, wir müssen alle drumrum gehen. Warte, ich setze den Wurm in die Mitte. Alle weg, wir tanzen jetzt drumrum. Nein, okay. Freunde, oh, für ihn. Du Drecksack! Oh mein Gott. Oha. Seht ihr, Alter? Ihr verarbeitet diesen Drecksum auf dem Dingstisch. Wir verarmen ihn gar nicht, wir müssen doch jetzt in den Baum reinsetzen, oder nicht? Verschnibbel ihn. Nein, wir dürfen ihn nicht schnibbeln. Weil jetzt muss es so sein, dass wir ein mit einem Würmchen besetzen. Dieser Wurm wird sich dann in diesem Baum weiter fortpflanzen. Oh. Können wir schon ein bisschen drum rumspinden, glaube ich. Ja. Aber dann würde ich sagen, dass wir das dann, dass wir den Baum nochmal hinmachen. Dann setzen wir den Wurm rein und dann warten wir in der nächsten Folge, bis der ganze Baum infestet ist. Ja. Juhu. Oh, okay, er ist da, so, ist warte. Da. So wenig wie möglich abbauen, wenn es geht mit der Croc, immer mit der Croc, Ja, so. Man setzt sich jetzt den Wurm rein, dann wäre es auch der Ende des Parts. Ich setze auf den Würmchen hier rein. Ey, nicht abbauen, hey! Ja, ist okay jetzt. Nicht den Obersten da lassen, ne? So, der Wurm ist jetzt drin, ihr seht schon, Infesting 3%. Ich würde sagen, lassen wir die Natur den Weg selbst bahnen und dann schauen wir im nächsten Mal, was so mit dem Baum passiert ist. Wie gesagt, schaut auf allen Kanälen vorbei und ja, lasst einen Daumen nach oben da, verbreitet vielleicht den Hashtag Minecraft Level Up, das ist das Projekt und der Projektname und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wie die Upload-Termine laufen, wissen wir noch nicht, es wird, denke ich mal, morgen oder übermorgen noch ein Video kommen, direkt danach und dann werden wir euch sagen, wie der Upload-Plan ausschaut, es wird einen direkten Upload-Plan geben, wie viele Tage, wann was hochkommt und wie das Ganze ausschaut, also es gibt auch ein direktes Infovideo, es war der Start und ich würde sagen, wir haben es überlebt, den ersten Part und ja, bis dann, ciao! Ciao! Tschüss.